bleibt nicht dran. Das und der Ball ist drin. Spieltag 12 in der Regionalliga West und wir haben gleich 7 Partien für euch hier in der Westen. Total. Den Anfang machen wir im Versestadion, wo Rot-Weiß Aalen die U23 vom 1. FC Köln empfängt. Die Gastgeber in den roten Trikots auf Platz 14, 2 Plätze und 2 Punkte über dem Abstiegsbereich, brauchen also dringend Punkte und Gianluca Mazzullo nach 6 Minuten mit der frühen Führung für Rot-Weiß Aalen. Und sein Tor, der Auftakt für eine verrückte Party. 6 Minuten später, der FC im Angriff. Und in der Mitte wartet Matthias Olesen. 1-1, schnelle Antwort der Junggeistböcke. Olesen hat viel Verkehr vor den Augen, findet aber trotzdem die richtige Ausfahrt in Richtung Tor. Und in der nächsten Aktion wieder Olesen im Mittelpunkt. 2-1 FC. Willichkow nach dem Kopfball von Thomas Kraus. Erst noch mit einem guten Reflex und dann machtlos bei Olesen, der nur noch einnetzen muss. Innerhalb von 4 Minuten dreht der 1. FC Köln also die Partie. Und in der 34. Jens Kastrop. Mit dieser Traumbude, da hat Kastrop Glück, dass hinterm Tor kein Radarmessgerät ist. Sonst gäbe es dafür ein Ticket. Und Rot-Weiß Aalen muss sich Gedanken machen. Der FC droht hier davon zu ziehen und dann wird das eine ganz, ganz klare Nummer. Aber in der 41. Benedikov. 2-3 Anschlusstreffer, Rot-Weiß Aalen wieder drin. Gut rübergelegt von David Mamutovic. Nach der Pause dauert es 2 Minuten, bis der Ball das nächste Mal im Tor ist. Wieder Matthias Olesen, der schnürt den Hattrick und lässt den FC wieder mit 2 davonziehen. Und jetzt lassen die sich das auch nicht mehr nehmen. Obus bleibt erst hängen, Marvin Obus. 2-5, es wird deutlich, hat Glück, dass der Abpraller wieder zu ihm kommt. Und Köln hat immer noch nicht genug. 89. Minute. Jakob Janssen, der vollendet die Demontage Aalens. Ein halbes Dutzend Mal hat es jetzt schon im Tor von Willichkow geklingelt. Und dabei soll es dann auch bleiben. Rot-Weiß Aalen verliert 2-6 gegen die U23 vom 1. FC Köln. Im zweiten Freitagabendspiel gibt es das Zweitvertretungsduell zwischen Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 im Paulianestadion. Die Fortuna mit dem besseren Anfang. Phil Thierry 7. Sucht Lex Tiger Lobinger und der nach 22 Minuten mit der Fortuna-Führung. Der Tiger holt die Krallen raus und wuchtet den an Wienern vorbei. Klasse gemacht und das gilt auch für diese Drehung von Takashi Uchino. Tim Köter, 2-0 Fortuna Düsseldorf. Drittes Saisontor für Tim Köter Uccino. Er ist mit der Superfinte und Wienand wieder chancenlos. 2-0 auch der Halbzeitstand und in Durchgang 2 kommt Schalke mal durch Fehler der Fortuna gefährlich zurück ins Spiel. Elfmeter für die Knappen. Den schießt Rufat Dadaschow, der aserbaidschanische Nationalspieler. Anschlusstreffer. Dadaschow verlädt Gorka. Schalke also wieder back in business? Fragezeichen. Zumindest 2 Minuten lang, denn so lange braucht es, bis die Fortuna auf der anderen Seite den alten Vorsprung wiederherstellt. Nikolas Hirschberger, der hat mal in der Jugend bei Schalke gespielt und trifft jetzt
gegen die alte Liebe, die in den Folgeminuten mehr und mehr unter Druck gerät. Lex Tiger Lohmeier, 4-1. Schalke droht dasselbe Schicksal wie Rot-Weiß Aalen. Die Fortuna nähern sich dem halben Dutzend an und Lobinger, der ist ab der Mittellinie untouched, frei auf dem Weg in Richtung Wienand. So ist das dann auch kein Wunder, wenn es wieder und wieder zu gefährlichen Aktionen vorm Schalker Tor kommt. Und in Minute 85 Florian Zorn, ein Mann, dessen Name die Gefühlswelt von Schalkes Torwart Wienand am besten beschreibt. Der schon wieder alleine im Duell und schon wieder chancenlos. 5-1 hier der Endstand insgesamt. Also 14 Tore in den ersten beiden Partien vom Freitag. Und das Gute ist, am Freitagabend, da gab's noch eine mehr. Nämlich das Nachbarschaftsduell. Wegberg Beek empfängt die U23 von Borussia Mönchengladbach. Das mit der Nachbarschaft gilt übrigens nur geografisch. In der Tabelle ist es dann doch ein bisschen weiter. Gladbach oben dabei auf Tabellenplatz 5. Wegberg Beek Tabellenletzter. Und trotzdem gehen sie 1-0 in Führung durch Jonathan Benteke. 16. Minute, die Außenseiter führen. Und dann passiert ganz lange gar nichts mehr und Wegberg Beek schlägt tatsächlich Borussia Mönchengladbach. Was für verrückte Freitagabendspiele. Viele Tore und einmal eine große Überraschung. Am Samstag geht's damit genauso weiter. Aachen-Rödinghausen, wir hören rein in den Live-Kommentar. Schwarz-Gelb zu Gast bei Grün-Weiß. Alemannia Aachen in Ostwestfalen. Zum 12. Spieltag der Regionalliga West. Kriegt vielleicht jetzt mal eine erste Möglichkeit, wenn sie den Konter gut ausspielen. Und dann geht's halt so weiter. Sanchez. Bravo Sanchez. Und da ist der Joker. Da ist Hamza Salman. Der erste Ballkontakt von ihm. Und das ist der frische Wind, der gefehlt hat. Die vergeben hier Großchance und Großchance. Und mit dem ersten Ballkontakt kommt Hamza Salman rein und lässt es klingeln. Der Konter war eigentlich schon vorbei. André Desch gibt ihm noch die weitaus bessere Position für den Einwurf. Sanchez, bravo Sanchez, klasse. Bravo, passend zum Namen. Und Hamza Salman. Was ist das denn? Der ist wie lang? 20? Maximal 30 Sekunden auf dem Platz. Ross mit den Hoch und weit reinbringen. Die wahrscheinlich letzte Chance auf einen Aachener Ausgleich. Und der rutscht durch! Und der geht ins Tor! Kein Abseitsausgleich! Wieder hier Last-Minute-Drama. Letzte Woche der späte Ausgleich von Lippstadt gegen Wuppertal. Und jetzt Aachen, die hier ganz spät ausgleichen. Franco Uselak. Das war die letzte Aktion der Partie eigentlich. Und dann rutscht er durch. Wir sehen die falsche Wiederholung. Ei, 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 ei. Junge, Junge, Junge. Und die Laune im Auswärtsblock hat sich schlagartig gedreht. Und das war's. Der späte Ausgleich wird zum Partyschock beim SV Rödinghausen. Franco Uselak, der Golden Boy. Last-Minute-Drama also in Rödinghausen und in Lotte empfangen die Sportfreunde den Bonner SC. 16. gegen 17. Abstiegskampf. Auch hier lauschen wir dem Live-Kommentar. Der Sportfreunde Lotte. Andy Steinmann ist der Trainer. Keeper Johnny
Beizmeier. Und jetzt ist hier nach 3 Minuten bereits deutlich. Der Bonner SC geht in Führung. 3. Minute, frühes Tor für die Gäste aus Bonn. Jaik Scherer, das gibt's doch gar nicht. Ist das ein Schlitzohr? Will den Ball weiterleiten. Aber er köpft den Ball über alle Spieler hinweg. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Er pfeift diese Partie ab. Es heißt nach 90 Minuten 2:0 für den Bonner SC. Die Rheinländer feiern in der Ferne, aber können die Rheinländer auch in der Heimat feiern? Fortuna Köln empfängt den SV Lippstadt. Die Südstädter seit Ende August ungeschlagen, seit der Niederlage gegen RWE. Auch hier gibt's den Live-Kommentar auf die Ohren. So, Sunata, schießt ein Tor! Mit rechts, wunderbar! 29. Spielminute, Tor für Fortuna Köln! Sunaja! Mit dem Fuß dazwischen, Mayala und Lanius schmeißt sich da auch mit dem ganzen Körper rein und dann ist der Ausgleich! Kein Abseits! Ja, und so schnell geht's! So schnell wie die Fortuna hier in Führung geht, so schnell und überraschend kann Lippstadt auch ausgleichen. Karimani geht erstmal vom Ball weg. Evers schickt ihn nochmal ein bisschen weiter. Kurz ausgeführt. Ah, und dann wollen sie es mit so einer Ablage. Und der Schuss und er ist drin aus der zweiten Reihe. Lippstadt dreht das Spiel noch vor der Pause. Dieser Gegentreffer. Den hat er, glaube ich, auch spät kommen sehen. War da vor ihm gut zugestellt. Auf der anderen Seite Marquet und der direkte Ausgleich. Fortuna macht, aber was für eine geile Antwort daraus. Lippstadt dreht dieses Spiel und Marquet hat was dagegen, mit einem Rückstand in die Pause zu gehen. Zweiter Anlauf, Hennecke will da eigentlich abziehen. Hat aber nicht genügend Platz. Löden köpft das Leder erstmal raus. Ja, und dann verspringt der Ball da vorne. Oh, hey, aber jetzt haben sie hier die Riesenchance. Die Fortuna. 2:1. Und dann ist es 3:2. Fortuna Köln. Taller. Dimitri im Bongo. Und das spielen sie natürlich richtig, richtig geil heraus. Gut nachgegangen. Die letzten 7 Minuten sind angebrochen hier. Dein Fazit für heute schon bis jetzt? Aber bis jetzt auf jeden Fall, abgesehen von der ersten halben Stunde, sehen wir ein sehr interessantes Fußballspiel, das hier mit dem 4:2 von Fortuna Köln belohnt wird. Da wollten wir gerade schon zum Fazit springen. Und jetzt ist das hier so ein bisschen die Vorentscheidung. Und damit pfeift der Schiedsrichter pünktlich, überpünktlich ab. Und Fortuna Köln gewinnt dieses Spiel mit 4:2. Und das anhand der zweiten Halbzeit nicht unverdient. Es hätte halt noch immer Jod hier Jange. So zumindest ein kölsches Sprichwort. Und zum Ende von der Westentotal sind wir beim SV Strahlen. Die haben den KFC Uerdingen zu Gast. Nach der 11:0-Klatsche gegen RWE die Gäste in dieser Partie defensiv stabiler. Denn es dauert bis zur 72. Minute, bis sie Gegentor Nummer 1 kriegen. Erwin Pfeiffer gegen RWE war man in Minute 72 gerade 0:8 in Rückstand gegangen. Also schon mal so etwas wie eine Art Verbesserung. Doch nach vorne hin geht heute auch wieder nichts. Stattdessen gibt's durch Gianluca Rizzo den doppelten Rückstand. Rizzo aus 17, 18 Metern mit Wucht einfach rein. Und die positivste Nachricht an diesem Nachmittag für den KFC Uerdingen ist, hey,
immerhin nicht schon wieder 11. 2-0, also der Endstand in Strahlen. Und zum Ende der Sendung schauen wir jetzt nochmal auf die Szene des Spieltags. Und die kommt aus der Partie Rödinghausen gegen Aachen. Josam Ross schlägt den Ballon und Franco Uselak wird zum beliebtesten Alemannen an diesem Nachmittag. Lars Minnetrama Mecker Wien Stadion, an dessen Ende Aachen einen Punkt mitnimmt. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht's übrigens zu weiteren Fußball-Highlights. Hier könnt ihr euch Formate von uns anschauen und hier könnt ihr ein Abo dalassen.